Wir sind Christopher und Andrea und sind mittlerweile schon seit einem Monat in der Schweiz. Eigentlich sind wir auf dem Weg in Richtung Südosteuropa, aber die Schweizer Alpen wollten uns einfach nicht loslassen. Letztendlich schaffen wir es aber doch weiterzufahren. Andrea ist erstmal am Reifen putzen. Nein, es ist nur so fest, ich gucke mal, ob das... Ja, es ist Lehmboden, also ein bisschen Lehmboden. Ja, wir sind jetzt immer noch hier am Gotthardpass, standen jetzt hier halt ein paar Tage, so an diesem alten Gotthardpass halt. Und hier kann man echt cool stehen. Also es ist wohl in der Schweiz, oberhalb der Baumgrenze, ist es auch wohl völlig legal, auch so zu campen und so. Also hier sind auch viele Zelte, also so die mit Fahrrad hier fahren und dann ihre Zelte für die Nacht aufschlagen. Hier kann man echt super stehen. Internet ist hier gut, also kann man nicht meckern. When I take control, I fall apart. When I make up my mind, it breaks my heart. I turn my eyes. Wir waren in Bellizona einkaufen und sind dann wieder ein Stück weiter nach Norden gefahren. Ja, genau. Und also so eine Passstraße wieder hoch und hier gibt es überall so nette kleine Parkplätze. Da ist hier halt überall so, wo die Baumgrenze, also hier endet jetzt langsam die Baumgrenze und jetzt sind hier so kleine Parkbuchten. Hier ist sogar so ein kleines Häuschen, so ein Grillhäuschen und sowas, wo man halt auch sitzen kann. Eine Komposttoilette gibt es genau, hier sogar. Genau, Komposttoilette ist hier, also richtig cooler Platz, also alles recht ganz cool gemacht und sowas. Und hier hatten wir jetzt ein bisschen ausgeharrt, bis der Regen vorbei war. Jetzt, wie man sieht, ist wieder Bombenwetter. Ja, jetzt fahren wir weiter. Genau, jetzt fahren wir weiter, suchen uns mal das Nächste. Vielleicht noch mal ein bisschen wandern gehen heute, so eine kleine Runde. Und ja, das war... Ach ja, ja eine Sache, die wir noch erzählen wollten. Also erst wollten wir es nicht erzählen, aber wir hatten gestern Abend eine etwas strange Begegnung. Also... Ja, also hier ist halt dieser Unterstand und da kann man halt sitzen und hier sind noch mehr Leute, die hier eben über Nacht standen und da waren auch zwei dabei mit zwei kleinen Kindern und mit denen haben wir uns unterhalten, haben uns dann nett hingesetzt, weil es eben geregnet hat und ja, es war eine ganz nette Zeit. Ja, wir saßen dann eine ganze Weile, so eine Stunde oder sowas und dann neben dem Unterstand direkt parkte halt auch ein deutscher PKW mit so einem Minicamper halt, die haben halt Matratzen drin und pennen da halt. In dem Auto. Also die standen direkt vor der Bank, also es war nur so ein 1,50 Meter von der Bank weg. Ja. Und ja, die kamen dann halt zurück. Haben sich dazugesetzt? Haben sich dazugesetzt, haben nichts weiter gesagt. Man hat vielleicht ein bisschen schon gemerkt, dass sie nicht ganz einverstanden waren, dass wir da saßen, denke ich mal. Ja. So ein bisschen haben sie es suggeriert. Und ja, und dann waren ja auch Kinder halt dabei und dann stichelte sie halt, die da neu dazugekommen sind, immer so mit den Kindern schon rum. Irgendwie ganz kurios. Und ja, also es war irgendwie nicht so nett. Und dann hat sie plötzlich Kekse aus dem Auto geholt, auch ohne die Eltern zu fragen, dann irgendwelche Süßigkeiten. Das war ja schon abends. Ja. Und dann, aber die Eltern haben halt nichts gehört, die sind ganz cool geblieben und sowas und alles. Und ja, dann irgendwann kommt sie halt von hinten an und hebt das Kind einfach an der Sitzbank und will das so, weiß ich nicht, also so hochheben. So aus Spaß und aus Spaß halt so. Und das Kind, ja, also beschwert sich auch, will runter. Und dann hat der Vater natürlich was gesagt, aber auch ganz höflich. Ganz diplomatisch, komm, lass ihn mal runter, das ist doch nicht dein Kind und sowas. Und er möchte das nicht. Und er möchte das nicht, siehst du doch und sowas. Und dann hat sie ihn wieder runtergesetzt und war halt total beleidigt. Mhm. Und dann so eine Minute später kommt sie dann mit einem Bluetooth-Lautsprecher rauf, knallt den auf den Tisch, reißt den voll auf, sodass wir uns nicht mal unterhalten können. Ja. Und ist halt mega aggressiv. So ja. Von einem auf den anderen. Ja, also wir haben dann auch gefragt, ob sie das nicht leiser machen kann, weil wir ja hier sitzen. Und sie so, nee, das mache ich nicht leiser. Das ist hier unser Platz. Und ja, ja, und naja, gut, wir sind halt einfach der Situation aus dem Weg gegangen. Ja, also das eine Kind ist halt auch erst 3 Monate alt. Also und dann mit der lauten Musik, das war schon nicht nett. Also
ja, wir sind dann einfach gegangen, sind dann runter zum Wasser gegangen, haben uns noch ja, kurz weil unterhalten. Ja, weil es hat zum Glück zu der Zeit nicht geregnet, dann konnten wir noch ein bisschen am Wasser sitzen. Aber das, also das war, glaube ich, eine der kuriosesten Begegnungen, die wir bisher hatten. Ja, und man konnte nicht so richtig einschätzen, ist das jetzt einfach nur so beleidigt oder wird das, ja, sie war das auch um ins Aggressive? Zu der Mutter nachher, die hatte halt wirklich ein 3 Monate altes Kind auf dem Arm, die war richtig aggressiv. Also, ja, sie hat sie beleidigt und so. Ja, also, ja. Also war wirklich eine merkwürdige Situation. Aber sowas erlebt man halt auch. Ne? Das gehört ja irgendwie dann auch dazu. Ja. Aber dann halt einfach auf den Weg gehen und weiterfahren. Werden wir jetzt auch machen. Ja, genau. Ja, wir sind jetzt oben auf dem Albula-Pass. Also wir haben durchgepasst durch die Brücken. Also wir hatten noch genug Luft. Also ich glaube, wir sind noch ein bisschen höher als 3,30. Genau, und jetzt müssen wir erstmal, wir haben ja festgestellt, dass unsere Tankanzeige schon runtergegangen ist. Wir werden dann mal die Tanks umpumpen, weil wir haben halt 250 Liter Tanks. Und bevor wir in die Schweiz reingefahren sind, haben wir die natürlich auch nochmal voll gemacht. Und der eine ist halt fast leer und jetzt pumpen wir mal einmal um. Also wichtig beim Umpumpen ist auch, ich muss den Tankdeckel aufmachen, weil die Pumpe ist so stark, da reicht halt der Anschluss, damit er halt Luft ziehen kann, reicht halt nicht aus. Er hat schon mal den Tank zusammengedrückt, weil ich vergessen hatte, den Tankdeckel aufzumachen. Deswegen muss ich, damit er Luft zieht, den Tankdeckel aufmachen. Spontan sind wir dann gerade nach Italien gefahren. Irgendwie war die Grenze nur noch 13 Kilometer weg und dann sind wir jetzt Richtung Livigno über die Grenze gefahren und ja, jetzt sind wir in Italien. Ja, mittlerweile sind wir aus der Schweiz raus, aber wir wollten noch mal so einen kleinen Abschluss so geben, wie wir das so fanden in der Schweiz und sowas. Und ja, wie fandest du es? Ich fand's super. Also die Berge waren der Hammer. Die Wanderrouten waren ja total toll, also spannend auf jeden Fall jedes Mal. Und du musstest eben nicht nach Kletterrouten suchen oder Parkplätzen an den Kletterrouten, sondern eher nach den Routen an den Parkplätzen, weil überall was zu klettern war. Ja, das stimmt wirklich. Ja, also, überall waren die Berge. Ja, oft fahren wir halt wirklich so, dass man guckt, ah, wo ist was zu klettern, fährst du hin. Und in der Schweiz ist es eher so, ja, du suchst dir irgendwo einen Stellplatz, stehst da und guckst, was kannst du in der Nähe machen, wo kannst du wandern, wo kannst du klettern. So hatten wir das zumindest gemacht, also weil da ist wirklich viel. Das war echt cool. Also so und na, ein bisschen voll war es ab und zu. Ja, das, wir sind ja dann am Höhe, also von Baden-Württemberg, so vom Bodensee aus. Richtung Basel. Genau, sind wir reingefahren, genau, Richtung Basel war so der erste Ort. Und so der Norden der Schweiz, ja, es hat sich landschaftlich, muss ich sagen, gar nicht so viel genommen. Der Unterschied zwischen Baden-Württemberg und so Schweiz ist auch sehr landwirtschaftlich geprägt, die Region. Schön und dörflich. Also schön, ja, genau, schön dörflich. Und es ist auch kein Problem, da einen Stellplatz zu finden. Mhm. Das war so wirklich, das war ziemlich entspannt. Da konnte man es gut aushalten. Und dann, desto weiter südlicher man kommt, werden die Berge halt immer höher. Und na, und am See hier, am Pierwaldstätter See. Ach ja, da war es auch wirklich voll. Aber es lag auch daran, dass wirklich Ferien waren. Also es waren in Baden-Württemberg, also in ganz Deutschland waren irgendwie Ferien und in der Schweiz auch noch. Ja, stimmt, wir waren so genau zur Primetime da, wo wir alle Ferien haben. Das hat man natürlich auch gemerkt, dadurch war es halt extrem voll, aber halt trotzdem schön. Mhm. Und ja, Stellplatzsuche war dann halt nicht ganz so leicht, aber nachher in den Bergen ist das kein Problem mehr gewesen, weil ab der Baumgrenze ist das doch. Ja genau, angeblich ist das so, wurde uns halt auch erzählt, ich glaube mal, das stimmt, ab der Baumgrenze darf man halt völlig legal auch campen, auch mit Zelt und sowas. Und ja, da war es dann auch super einfach, Stellplätze zu finden. Da waren ja auch keine Verbotsschilder. Nee, da waren auch, also man hatte halt sonst häufig halt so Verbotsschilder, zum Beispiel in dem einen Ort in Andermatt war das. Oh ja. Da sind wir sind ganz lange auf den Pässen immer gewesen, waren wandern und klettern. Und dann muss man ja einkaufen, braucht so ein paar Facilities. Und da sind wir halt runtergefahren und nach Andermatt.
Und das war schon etwas amüsant oder etwas komisch. Man wurde gleich am Ortseingang mit so einer riesigen Leuchtreklame begrüßt. Camping verboten. Nein, nur auf den Campingplätzen. Ja, aber ja, ja, das war schon sehr, also so mit Schildern kennt man das, yeah, ja, dass sie so am Ortseingang stehen, aber so richtig Leuchtreklame und so wirklich hell. Das war der Ort war alles super hübsch, also so richtig, also ich kam mir so ein bisschen vor, muss ich sagen, wie auf Sylt, also so alles so, ja, für die Schönen und Reichen so. Na, aber es war so Skigebiet, also überall war so Skigebiet, also es war eher so. Ja, also aber die Ferrari- und Lamborghini-Dichte in diesem Ort, ja, war einfach unglaublich. Ja. Das muss man halt wirklich sagen und ja, ich persönlich fand es jetzt nicht ganz so schön, muss ich ehrlich sagen, also so diese. Nee, in den großen Orten nicht. Es war ja auch nur so ein Dorf, aber es war halt so ein Touristen, so ein Schickimicki-Dorf und hat mir jetzt nicht so zugesagt. Nee, ich fand das Schlimmste eigentlich, dass wir den Müll nicht losgeworden sind. Das war wirklich von Kanton zu Kanton. Es war von Kanton zu Kanton unterschiedlich, weil die wahrscheinlich andere Müllpolitik hatten und sowas. Und ja. Ja, Richtung Italien war es dann wieder leichter, genau. Da gab es dann wieder überall Mülltonnen. Da stand dann wieder überall Campingverbotsschilder. Das war auch so einer der Gründe. Eigentlich wollten wir noch ein bisschen länger in der Schweiz bleiben. Und wir sind dann ja Richtung Italien so rausgefahren, Richtung Livigno sind wir so rausgefahren. Da sind so ein paar Pässe und eigentlich wollten wir da auf den Pässen auch nochmal stehen bleiben. Aber da waren wirklich überall Campingverbotszonen. Man ist schon reingefahren in der Zone und dann stand halt im ganzen Kreis ist halt dieses Freistehen verboten. Ja. Und ja. Und deshalb sind wir halt auch schneller in Italien gelandet, als wir eigentlich wollten. Ja, und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. When I take control, I fall.